Willkommen zurück bei der Coop Station. Hier ist wieder euer Blutvogt und wir befinden uns wieder im Jahre 271 vor unserer Zeitrichtung. Das ist schön. Also bei Rom möchte ich mir jetzt mal so verlauten. Und ja, ich muss jetzt was revidieren. Mir ist es vorhin noch aufgefallen. Der Totenkopf, war es ein Totenkopf, den ich da gesehen habe, hat ja sicherlich mit der Stadt zu tun gehabt. Okay. Und ja, wir können die Karte drehen. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal gezeigt habe. Das erste Mal. Es ist nicht wirklich wichtig. Und, oh, hier rechts unten die Kampagnenkarte. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen erweitert. Wir sind jetzt ein bisschen mehr. Zum Beispiel haben wir jetzt auch Genua hier. Und, ach, ich rede schon wieder viel zu viel. Wir möchten auch mal ein bisschen vorankommen. Wir hatten in der letzten Runde die Stadt eingenommen und. Aber ich hatte die Runde noch nicht beendet. Das mache ich jetzt mal noch fix. Die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Gebt uns euer Gold. Meidet das Böse, das es mit sich bringt. Wow, na, das ist ja mal. Wer ist. Wo kommt er überhaupt her, mein Freund? Deren Handelsangebot. Gegenangebot annehmen und ablehnen. Oh ja, okay. Der Pfeil zeigt es an. Ich bin, muss ich jetzt aber ehrlich gesagt zugeben, noch nicht bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen. Ein Gegenangebot. Ich würde es ohne Geld machen. Okay, Die ich Seelen glaube unserer jetzt. Vorfahren haben keine Verwendung für Gold, doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken. Ist ja in Ordnung, aber ich sehe es jetzt noch nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben. Und daher abgelehnt. Und wir haben unsere erste Forschung abgeschlossen. Super. Und zwar die Versorgungsreform. Soldaten haben einen starken Rücken, um mehr als nur ihre Rüstung zu tragen. Ja, das fragen wir mal die Soldaten lieber nicht. Und ja, wir haben den einen Vorteil gegenüber dem Gegner. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht hat der Gegner das ja auch schon. Und wir schauen natürlich gleich mal nach, was wir jetzt daraus schließen können oder was wir machen können. Wir haben Verwaltung. Eine unmoralisierte Armee ist ein gut gekleideter Mob. Woher die das wissen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ja, erforschen, das ist schön. Ich möchte aber eine, die Manipel-Organisation. Jetzt muss ich doch mal mit der rechten Maustaste arbeiten. Ermöglicht. Okay, es ist wohl nur für Rom und es ermöglicht sozusagen eine neue Kaserne, einen neuen Kaserntyp. Und es gibt dann wohl mehr Reformen, die dafür ermöglicht werden. Ach, okay. Es ermöglicht die Rekrutierung von Streitern mit Rang 1. Und wenn ich diese habe, kann ich wohl das erst erforschen. Also Ponys sozusagen. Ich hätte ja schon fast gedacht, es kommt erst hier. Taktik. Was haben wir denn hier? 5% Moral auf alle Landeinheiten. Und was haben wir hier? Belagerung. Das sieht ja natürlich schon sehr interessant aus. Okay. Hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Gut, es geht ja auch noch weiter. Ich möchte jetzt aber nicht anfangen, jetzt gleich in den zivilen Sektor zu gehen. Dann mache ich wirklich dieses welches. Ach, hier links unten steht es auch. Ermöglicht den Bau von Manipelkaserne. Tun wir das erst einmal und sehen, was wir davon haben. Ich hoffe natürlich nur Positives. Handel und Finanzierung. Okay, hier können wir die Steuerstufen auch einstellen. Da bin ich jetzt aber noch relativ zufrieden. Bringt uns natürlich einen Malus auf die Zufriedenheit. Da müssen wir jetzt nochmal schnell schauen. Wie sieht's aus? Weil wir sehen hier minus 21. Und es stagniert auch. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, liegen. Die Kultur ist lateinisch. Das sollte ja dann schon mal hinhauen. Da müssen wir schauen, wie wir diese drücken. Wenn wir mit der Maus hier drauf bleiben. Unzufrieden, das ist schön. Na, das ist schön, aber ich möchte auch wissen, warum. Sehe ich das hier? Ja, hier sehe ich das. Schwierigkeitsstufe. Wir spielen auf normal, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Gebäude bringen 4 Steuern. Sklaven, okay. Und Instabilität der Provinz minus 1 per, also pro Runde. Es nimmt aber ab. Und Fraktion nochmal plus 4. Ich spiele mit den Juniern, das ist die dritte Fraktion der Römer. Hier könnte ich noch die Armee aufstellen oder Agenten.
Ich besitze bereits die maximale. Dann gibt es noch Würdenträger, muss ich aber wohl noch... Ah, Manipel, okay. Gelehrsamkeit. Muss also demnach noch erforscht werden, dass ich da weitermachen kann. Okay, wir hätten aber hier die Möglichkeit... Das Gebäude bringt mir 2 öffentliche Ordnung. Kann ich hier im Endeffekt... Wohlstand, alle Gebäude... Also es ist recht viel, muss ich wirklich sagen. Schrein des Mars. Würde mir natürlich militärisch noch Vorteile bringen. Moraltechnisch zumindest. Aber ich würde fast jetzt... Obwohl, wenn wir die Kultur verbreiten, das brauchen wir aber gar nicht. Hier genau das gleiche in grün. Plus 2% Forschungsrate. Machen wir doch glatt. Die Kohle haben wir auch definitiv. Und... Ich erwarte eure Befehle. Ja, die Armee ist auch schon wieder fast fertig. Hier bräuchte ich nur eine Runde, um den kleinen Balken voranzubringen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte voranschreiten. Bin aber auch drauf und dran. Okay. Roma minus 21? Ach, okay. Das wird sozusagen natürlich auf die ganze Provinz gezählt. Und daher ist klar. Dann ist das doch rechts... groß allgemein. Oh, das sind jetzt natürlich meine ganzen Familien. Haus der Junior, Cornelia, Julia und Häuser. Also wir haben 20% Zuspruch. Nicht das Beste. Sind das die Sitze? Ich kann das jetzt gar nicht genau deklarieren. Okay, werden wir aber noch rausfinden. Wir haben alles noch rausfinden. Und ich möchte am liebsten eine zweite Armee aufstellen. Und zwar, Kausta Julia, ich möchte am liebsten einen von meiner Fraktion, denn ich möchte ja Kriege gewinnen mit Isen. Oder ich baue unten die Armee auf. Ich glaube, ich baue unten die Armee noch ein bisschen aus. Da ich eh noch nicht weiß, wo meine nächste Schlacht mich hinführen wird. Und wir können in der Provinz nicht viel ausbilden. Das heißt, ich müsste mit dieser Armee, kann sich jetzt gar nicht bewegen, kann das sein? Was ist das? Ne, müsste sich doch bewegen. Das können wir nicht tun. Wir können uns in unserer derzeitigen Stellung nicht bewegen. Aber jetzt. Also müsste ich diese jetzt hier hochbringen. In diesen Provinzteil, um bessere Truppen herstellen zu können. Wir suchen Schutz. Wir suchen Schutz. Zu euren Diensten. Militärspionage. Bei mir selber? Ich beobachte den Feind, mein Herr. Oder eine Gegenspionage, das kann natürlich auch sein. Haben wir hier noch irgendwelche zerstörten Häuser? Gar nichts. Ich könnte das auch erweitern. Würde einen nach und kosten, wie es scheint. Aber dass die Stadt mir auch irgendwas bringt, denn ich könnte ja eine Villa bauen. Und die bringt mir 3 Nahrung. Und Nahrung ist immer gut. Und ich glaube, ich habe alles und ich mache in dieser Runde weiter. Und ich bin begeistert, ich habe nämlich vergessen, die Uhr zu stellen. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken. Ja, das Spiel ist immer wieder bereit für ein Déjà-vu. 2580 möchten wir zahlen und... Oh nein! Nein! Eure Rede enthält viel Gutes für euer Volk, verhüllt in viele Worte, aber nur wenig Gutes... Ich spule das Gerät jetzt einfach weiter. Und die nächste Runde ist angebrochen. Ein Bau wurde abgeschlossen, und zwar die Villa. Die Villa hier, das ging recht flott. Können wir dies auch gleich aufwerten? Können wir. Okay, die Kühe bringen weniger Nahrung, aber mehr Wohlstand. Und der normale Hof landwirtschaftlich halt genau andersrum. 6 Nahrung und 40 Wohlstand. Ich gehe erstmal auf mehr Nahrung. Und plus 1 heißt, sollte jetzt demnach heißen, es geht auch bald wieder aufwärts. Das Problem wird aber sein, wenn wir diese Ortschaft bezwingen, wird es wieder schlechter aussehen. Ja, gute Arbeit. Aber ja, wir müssen an uns selber denken und eine Eigenschaft erhalten. Spionage plus 5% Chance auf Entdeckung versteckter Agenten und Armeen. Das ist sehr schön. Also geht es hier um unseren Spion und... Der Haushalt erweitert sich, Nahkampf, Angriff und Abwehr, 5%. Ach, nur Flotte, okay. Hat sich das schon erledigt. Ach, das wird hier sozusagen unser Schiffchen sein.
das immer noch hier steht. Ich erwarte eure Befehle. Ah, und hier, der hat seine Armee wirklich hier stehen. Und ich muss mich wirklich entschuldigen für diese schlechte Performance momentan. Aber wie gesagt, heute ist bei mir Freitag. Ich nehme das jetzt schon alles ein bisschen, also schon auf. Ich werde es nämlich erst nächste Woche Montag hochladen. Ups. Ach, das ist ein Angriff. Ja, dann greife ich an oder ach, kann ich belagern, ne? Ne, okay, ich blockiere, also ich mache eine Blockade. Denn, ja, die kleine Flotte bringt mir jetzt recht wenig zu zerstören oder meine zu opfern. Und ich werde jetzt demnach die Ortschaft. Sie werden niederkauern vor der Macht Roms. Diese werde ich definitiv erstmal belagern, weil doch hier bedeutend mehr Truppen da sind. Die haben auch zwei Anführerschaften. Und daher werde ich diese nur umstellen. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Mach das, macht mich stolz. Da kann sich wieder bewegen. Sofort. Befindet sich jetzt in der anderen Provinz. Und wir sollten, genau. Erstmal Infanterietechnik. Oh, wir sehen, wie das Geld jetzt auch schön runtergeht. Ist natürlich klar. Armee kostet Geld. Wir könnten eventuell noch was bauen. Hier wird noch was gebaut. Ich weiß immer nicht, wenn links 5 Nahrung steht, das kostet mich doch bestimmt Nahrung, weil die Ortschaft wächst. Dann möchte ich erstmal noch ein bisschen Nahrungsmittel voranbasteln lassen, also dass ich mehr habe. Und ja, gehen die nächste Runde, da werden wir wahrscheinlich wieder ein Handelsangebot von Genua bekommen. Lassen wir uns überraschen. Kein Handelsangebot, aber sie versuchen unsere Flotte aufzureiben und ich glaube die Armee ist jetzt mit dabei. Automatischer Angriff. Wir können nur kämpfen, denn der Rückzug ist nicht gegeben. Wer die Schlacht angucken möchte, wie schon gesagt, einfach auf den Link klicken und die Schlacht, wir werden sie verlieren, genießen wird er nicht sein. Außer natürlich ist es mal Feind der Römer. Ja, die Schlacht wurde geschlagen, wir haben gnadenlos verloren, wobei wir zwei Schiffe, glaube ich sogar, meine Güte, ich habe vor 5 Minuten, nein, die Schlacht ging 3 Minuten gespielt, also ein Schiff habe ich definitiv zerstört, das wurde nämlich gerammt, aber nee, wir haben 2 Stück verloren. Klar, bei dieser Zusammenstellung konnten wir nur gnadenlos untergehen, wenn wir sehen, was aufgestellt war und was nicht. Aber wir haben sogar eine Flucht. Wir halten vorerst an. Aha, danke schön. Danke. Okay. Ja, das sind zwar nicht mehr so viele Truppen, aber es wird wohl aufs Gleiche hinauslaufen. Okay, die zweite Schlacht wird jetzt auch gleich hier aufploppen und ist es nicht wirklich. Ich glaube, ich werde es zusammenschneiden. Ich werde es zusammenschneiden als eine Schlacht. Und ja, die Kampagne geht es auch gleich wieder weiter. Ja, und ich bin auch wieder hier. Ich bin wieder da. Whatever. Ja, es hat sich gerade ein bisschen merkwürdig angefühlt. Wir haben immer noch unseren General und ein Schiffchen. Haben den Gegner auch einen Feind gefangen, okay. Nein. Ja gut, er kann jetzt natürlich schön leveln. Das ist natürlich... Ach, oh, okay. Wie man hier sehen kann, wir haben die Schlacht verloren und für unseren Admiral ja, ein ehrenhafter Tod. Kann man jetzt nicht verneinen, er hat sich wirklich mit einer Masse von Gegnern angelegt. Und wir haben Verschleiß. Das liegt darum, wir belagern diese Provinz und bekommen Verschleiß. Ja. Ich finde das in Ordnung, nicht wie in den älteren Teilen, dass die Armee, glaube ich, überhaupt keine Abzüge hatte, großartig. Oder hatten die? Ich glaube nämlich nicht. Nur diejenigen, die gefangen waren. Und ja, wir haben ja sogar einen Bonus auf den Verschleiß. Also weniger Verschleiß. Noch eine Eigenschaft erhalten. Staatsmann. Das ist wichtig. Pitz. Ich habe heute noch nicht genug Honig gemacht. Okay. Ja,
Natürlich, wir verlieren zwei Autorität und eine Hingabe. Müsste doch jetzt mich schauen. Nicht Diplomatie, nicht Technologie. Ne, auch hier nicht hier. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? Nein, ich suche gerade was anderes. Ach ja. Hat das was hiermit zu tun? Ich glaube ja. Gerüchte. Oh, Gerüchte auf Heirat. Da lasse ich erstmal die Finger davon. Ich will jetzt erstmal nur Krieg und so machen. Krieg fest. Der Tod hat Ehre. Aber ich werde noch weiter belagern. Ich möchte nämlich, dass sie versuchen auszubrechen, um mich angreifen zu müssen. Da wir ja so oder so den Verschleiß haben, die aber demnach auch. Und bis zur Kapitulation sind es 5 Runden. Vielleicht kriegen wir ja so oder so auch unseren Sieg. Ohne Leute zu opfern. Okay, sonst wüsste ich nicht. Unsere Technologie ist noch dabei, würde ich auch. Nee, ach. Warum hat mir das keiner gesagt? Habe ich bereits erforscht. Seemanöver kommen ein bisschen spät. Und was haben wir hier? Ausbildungsreform. Minus 2% Unterhaltskosten für die Armee. Minus 2% Rekrutierungskosten für alle Armeeeinheiten in allen Provinzen. Und ja, ermöglicht uns die Auxiliar-Kaserne. Mache ich mal noch mit. Und dann eventuell auch mal in das Zivile zu schauen. Und ja, wir gehen in die nächste Runde. Zwischen Freunden gilt ein Goldgeschenk oft als Zeichen tiefer Zuneigung und Respekt. Ich habe jetzt leider keine Ahnung. Ach, ich weiß auch nicht, warum wollen die alle immer Geld? Warum? Ich sollte denen mal ein Angebot machen und selber Geld verlangen. Am Altar? Nein, dann nicht. Und wir haben hier den Verschleiß 54 Männer verloren. Wenn die da drinnen genauso verlieren an Truppen, bin ich damit ja zufrieden. Ein Quartiersbericht, wir haben nochmal 3 Hasati-Truppen bekommen. Und zwar hier unten. Und das ist jetzt 4, 5, 6, 7 Fernkampf. Ach, Nahkampf. Was ist denn los? 2 Fernkampf, da werde ich nochmal 2 Fernkampf, noch einen Nahkampf hinzubasteln. Und dann sollte die Armee auch recht schrall... Oh, 1, 2, 3. Ich habe sie wieder mit der deutschen Sprache. Schlagkräftig sein. Das war falsch. Ich wollte das einfach nur schließen. Um eventuell hier unten auch. Ich habe auch überlegt, will ich mit dem überhaupt Frieden oder möchte ich die Insel für mich? Es wäre nochmal ein Bonus auf die Provinzen hier. Auch werde ich mich jetzt nochmal umschauen. Wir haben 14 Nahrungsmittel. Können hier noch kein Upgrade schaffen. Da müssen wir ja sicherlich forschen. Und schon wieder angeschrieben. Nope, gerade nicht zocken. Okay, hier mal eventuell. Ich muss schauen, dass ich die Unzufriedenheit hier noch nach unten bekomme. Oder ich könnte auch schauen, dass ich meine Provinzen hier verbessere. Hier würde ich eine Garnisonstruppe bekommen. Und rekrutieren von Principes und Triaria. Das klingt für mich besser wie. Suchi Hastati, ja gut, Hastati geht auch. Also, von dem Namen, ich kenne sie halt auch noch vom ersten Teil, daher kann ich mir immer noch so ein bisschen so ein super Gedanken hervorhalten. Okay, ich würde 4 Nahrungsmittel verlieren, krieg aber mehr Ordnung, höheren Bonus auf Forschungsrate, mache ich definitiv, denn durch die Gefechte in der Provinz allgemein habe ich halt wirklich einen sehr hohen Malus auf meine Zufriedenheit. Wir können ja mal schauen. Nächste Runde 14. Und das sieht dann schon gut aus. Also, die Menüs sind alles doch sehr verschachtelt. Also, ich muss persönlich auch sagen, es gefällt mir nicht wirklich so sehr. Was ein Streiter rekrutieren. Das ist ein Agent. Diese militärischen Veteranen sind speziell darauf, Truppen auszubilden und militärischen Eifer zu wecken. Sie beeinträchtigen die feindlichen Kampffertigkeiten, sorgen für Verluste, plündern Siedlungen und versammeln Sklaven gegen ihre Herren. Och.
Denken wir mal drüber nach. Jetzt eventuell noch nicht, da ich ja... Ich klicke immer da unten, um das zu schließen. Auch sehr interessant. Denken wir mal drüber nach, wenn wir einen neuen Feind uns auserkoren haben, da dieser Feind ja doch nicht mehr so lange halten wird. Zwischen Freunden gilt ein Goldgeschenk, oft als Zeichen tiefer Zuneigung und Respekt. Ja, das Goldgeschenk definitiv, der Nicht-Angriff-Pakt bringt mir aber so oder so nichts, da ich keine Wichtigkeit darin sehe. Ich frage mich, welche bösen Geister euch zu dieser Entscheidung verleitet haben. Das frage ich mich auch. Okay, und diese unermüdliche Dame hat einen großen Erfahrungsschatz gesammelt. Ah, gesammelt steht da gar nicht und feilt weiter an ihren Fertigkeiten. Eine Seuche, Krankheit, zwei Runden. Die Menschen werden von einer Seuche geplagt. Ihr Ursprung ist unklar, doch sie hat sich weit in den Rängen ausgebreitet. Die Überlebenden sammeln die Toten ein und Scheiterhaufen brennen Tag und Nacht und die Krankheit verbreitet sich weiter. Nicht schön, wo ist das? Ach, diese Armee. Ja, man sieht auch, sie... Okay. Hat ein Recht... Was das denn schon mit Ereignissen? Eigenschaften erhalten. Das war aber von vorhin noch, oder? Ne? Naja, gut. Wir haben nochmal Hingabe plus 2 und 4 minus 4 Autorität. Whatever. Okay, wir sollten die Armee jetzt nicht in irgendwelche Städte manövrieren. Kommandant! Ich lasse jetzt auch, ich werde doch nicht noch irgendjemanden da rein rekrutieren. Macht jetzt nämlich wenig Sinn. Es erholt sich auch langsam die Unzufriedenheit. Ja, wie lange ist fragwürdig. Okay, ah, hier wird auch angezeigt. Genau, sie war ja rangmäßig für eine neue Fähigkeit oder Fertigkeit. Da. Bewegungsreichweite. Unruhe stiften. Minus 20 öffentliche Ordnung. Das klingt nice. Ja, machen wir. Machen wir. Und noch drei Runden, bis sich das Ländlein da ergeben könnte. Und sonst, wir sammeln Geld, noch ein Nöcher. Bauernhof kann ich noch nicht machen, jetzt will ich mal schauen. Noch eine Runde, danach gucken wir, dass wir zivilmäßig weiterforschen. Es wird halt auch wieder kosten. Kostet zwei Nahrung, bringt aber mehr... Aber es ist Rom. Es ist Roma, unsere Hauptstadt. Was bringt denn das? Wohlstand durch Subsistenz? 300 auf 500? Oder wird das nochmal dazu gerechnet? Ich glaube nicht. Verbreitung der Kultur kann uns egal sein. Wohlstand, alle Gebäude. Ich würde einfach mal sagen, oh, minus 6%. Wir bauen erstmal einen Bauplatz. Jetzt steht hier wieder Nahrung 7. Ich vermute ja trotz alledem, es kostet minus 7 Nahrung. Und was haben wir denn? Vorstadtindustrie. Industrie klingt gut. Und nächste Runde. Wir können hier nochmal schauen. Hier sehen wir auch nochmal eine Übersicht über unsere Provinzen oder Provinzen, die uns sich in der Nähe befinden. Da geht es nicht so gut, was es für ein Einkommen hat. Okay. Und Fraktion. Oh, das ist ja schick. Ja, nächste Runde. Und da steht's auch. Habe ich beim letzten Mal nicht wirklich gesehen, okay. Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Und ein blutiger Drill macht blutige Schlachten siegreich. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegen euren Feinden verschafft. Steht wohl jedes Mal da, das ist auch sehr toll. Eine Mission erteilt. Roma, unsere ewige Stadt, wird von jedem heimgesucht. Greift an, ehe sie zuschlagen können. Mars, schütze uns. Besiegt folgende Armee im Gefecht, die Streiter der Uni. Befindet sich hier oben. Und ist eigentlich voll am Arsch. Okay, okay. Ich möchte jetzt aber ungern mit meiner Armee abrücken. Weil normalerweise, was will der machen? Wir werden uns später um ihn kümmern. Haushalt erweitert sich. Das ist... Die Gruppe schicken. Oder ersetzen.
Okay, wenn ich jetzt in Gruppe schicken kann, müsste ich mir das ja dann auswählen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wer den hat. Das ist aber auch wieder hier. Im Endeffekt dürfte ich ja nur meinen. Oh. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber okay. Krieg mal alles raus. Oder ihr schreibt mir das am besten. Und es sind noch zwei Runden bis zur Kapitulation. Was haben wir denn noch alles? Eigenschaft erhalten. Das klingt gut. Plus 1 Gravitas pro Runde. Aha, Gravitas. Mhm. Erlass zur Romanisierung. Plus 3 Anpassungen an die lateinische Kultur. Das ist ganz schick, falls wir Kulturen dann haben. Ich glaube, hier unten war sogar Mischmasch, was Kulturen geht, wenn mich nicht alles täuscht. 94% lateinisch. Steigt aber natürlich und das sollte dann der Zufriedenheit auch noch gut tun. Die sind immer noch stinkig. Hier sind unsere Armeen und Agenten und ja, sonst hat sich nicht viel getan. Und ja, ich mache jetzt wieder einen Cut an dieser Stelle. Ich habe zwar vergessen, ich glaube, die ist jetzt ein bisschen länger, die Folge, da ich vergessen habe beim letzten Mal, oder nee, halt dieses Mal, die Uhr zu stellen. Werde ich beim nächsten Mal hoffentlich nicht vergessen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Blutvogt, bye bye.